Wie geht es dir, wenn du Schmerzen hast? Kennst du dieses Gefühl, dass man am liebsten aus der Haut fahren möchte oder dass man sich völlig kaputt fühlt und zu nichts fähig ist? Dann bist du heute hier genau richtig, denn unser Thema ist vom Schmerz zur Freude. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianer Kardinal und ich möchte dich in eine faszinierende Welt der Schmerzbewältigung entführen. Außerdem erwartet dich am Schluss dieses Podcasts eine heilende Achtsamkeitsmeditation zur Schmerzlinderung. Damit du genau verstehst, was ich meine, erzähle ich dir jetzt meine Geschichte mit dem Fersensporn. Vor vielen Jahren wurde ich mit einem Fersensporn diagnostiziert und der Schmerz, den ich damals empfand, war überwältigend. Es war, als ob jeder Schritt auf glühenden Kohlen erfolgen würde. Ich fühlte mich, als ob ich in einer Endlosschleife aus Schmerz und Frustration gefangen wäre. Doch dann erkannte ich etwas Wichtiges. Ich hatte die Wahl, wie ich auf diesen Schmerz reagierte. Ich konnte mich entweder von ihm beherrschen lassen oder aktiv nach Wegen suchen, um meine Freude wiederzufinden. Wie reagierst du auf Schmerz? Was meinst du, ist es möglich, Freude zu empfinden, selbst wenn der Schmerz präsent ist? Ich weiß, das ist eine ungewöhnliche Frage, aber in meiner eigenen Reise fand ich heraus, dass meine Gedanken und Emotionen eine entscheidende Rolle dabei spielten, wie ich Schmerz erlebte. Wenn ich mich auf den Schmerz konzentrierte und mich von negativen Gedanken überwältigen ließ, schien der Schmerz unerträglich zu sein. Doch als ich begann, meine Gedanken zu lenken und mich auf positive Aspekte meines Lebens zu konzentrieren, konnte ich tatsächlich Freude inmitten des Schmerzes finden. Ich entwickelte eine Methode, wie ich meinen Fersensporn energetisch mit meinen Gedanken bearbeiten konnte. Ich tat dies, indem ich meinen Fersensporn immer kleiner werden sah. Wie genau ich dies machte und welche andere energetischen Werkzeuge ich noch anwandte, erzähle ich dir in meinem Webinar zur Schmerzbekämpfung. Den Link findest du übrigens unter diesem Podcast. Es ist also die Macht der Gedanken, die hier eine sehr große Rolle spielt. So lasst uns nun tiefer in die Psychologie des Schmerzes und der Freude eintauchen. Was meint ihr, wie beeinflussen Gedanken, Emotionen und Einstellungen unsere Fähigkeit, Freude trotz des Schmerzes zu empfinden? Die Wahrheit ist, Schmerz und Freude sind tief in der menschlichen Psyche verwurzelt. Schmerz kann unsere Emotionen beeinflussen und unser Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen. Doch unser Geist hat eine erstaunliche Fähigkeit zur Anpassung. Wenn wir uns auf die positiven Aspekte des Lebens konzentrieren und eine optimistische Einstellung entwickeln, können wir unsere Fähigkeit zur Freude stärken, selbst wenn der Schmerz noch da ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie könntest du selbst nun deine Gedanken lenken, um Freude zu finden? Oder wie können wir unsere Gedanken gezielt lenken, um Freude inmitten des Schmerzes zu finden? Vielleicht kannst du dir das überhaupt nicht vorstellen. Und welche Werkzeuge könnten uns dabei helfen, unsere Einstellung zu verändern und die Macht der positiven Gedanken zu nutzen? In meiner eigenen Reise entdeckte ich die Kraft der Dankbarkeit. Jeden Tag schrieb ich drei Dinge auf, für die ich dankbar war, selbst wenn es mir schwer fiel. Diese einfache Übung half mir, meine Perspektive zu ändern und positive Gefühle zu kultivieren. Ich begann auch, Meditationen und Achtsamkeitsübungen in meinen Alltag zu integrieren.
Diese Praktiken halfen mir, den gegenwärtigen Moment zu schätzen und den Schmerz vorübergehend in den Hintergrund zu drängen. Aber jetzt stellt sich uns die nächste Frage: Wie könnte man den Schmerz tatsächlich überwinden? Das bedeutet, wie können wir praktisch mit Schmerz umgehen und Wege finden, um ihn wirklich zu überwinden? Eine dieser besonderen Strategien, die mir geholfen haben, war die Selbstpflege. Es ist wichtig, auf unseren Körper zu hören und ihm die Ruhe und Pflege zu geben, die er eben braucht. Wenn wir uns gut um uns selbst kümmern, können wir den Schmerz besser bewältigen. Außerdem machte ich bestimmte Dehnübungen, um meinen Fersensporn zu behandeln. Doch der Schlüssel zur Schmerzbewältigung lag nicht nur in äußeren Maßnahmen, sondern besonders in meiner inneren Einstellung und meinem Glauben an meine Fähigkeit zur Heilung. In dieser Reise vom Schmerz zur Freude ist es auch sehr wichtig, über Resilienz und Wachstum zu sprechen. Wie können wir durch den Schmerz wachsen und gestärkt aus ihm hervorgehen, denkst du dir jetzt? Der Schmerz kann uns lernen, widerstandsfähig zu sein. Ich persönlich erlebte, wie ich nicht nur körperlich, sondern auch emotional und spirituell wuchs, als ich meinen Fersensporn überwand. Diese Erfahrung veränderte mich grundlegend und führte mich zu dem, was ich heute bin, ein Heilmedium und eine Buchautorin, die anderen Menschen dabei hilft, ihre eigenen Herausforderungen zu bewältigen. Bevor wir nun in unsere Achtsamkeitsmeditation eintauchen, möchte ich euch noch einmal daran erinnern, dass ich in meinem Webinar zur Schmerzbewältigung viele energetische Werkzeuge vorstelle, die euch dabei helfen können, mit Schmerzen leichter umzugehen und wieder zurück zur Freude zu finden. Ihr könnt mehr darüber erfahren, wie ihr diese Werkzeuge nutzen könnt, um euren eigenen Weg vom Schmerz zur Freude zu gestalten. So lasst uns jetzt in eine schöne Achtsamkeitsmeditation eintauchen. Wenn du bereit bist, finde einen ruhigen und bequemen Ort, an dem du dich für die nächsten Minuten ganz auf dich selbst konzentrieren kannst. Du kannst dabei sitzen oder liegen, ganz wie es dir am liebsten ist. Schließe nun deine Augen und beginne tief und ruhig zu atmen. Atme tief in deinen Bauch ein und lass die Luft langsam und entspannt wieder aus deinem Körper strömen. Spüre, wie sich deine Atmung beruhigt und lass alle Gedanken und Sorgen des Tages los. Dann lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Spüre, wie er sich anfühlt. Gibt es Bereiche, in denen du Spannung oder Unbehagen empfindest? Beobachte einfach, ohne zu bewerten oder zu urteilen. Dann lass deine Aufmerksamkeit zu deinen Füßen wandern.
Stelle dir vor, wie jede Zelle in deinen Füßen von einer warmen, beruhigenden Energie durchflutet wird. Und stell dir auch vor, dass diese Energie hilft, jede Anspannung oder Schmerz zu lösen. So lasse nun diese beruhigende Energie langsam durch deine Beine nach oben steigen, bis sie deinen gesamten Körper umhüllt. Lass dir ruhig Zeit dabei und spüre, wie sich dein Körper entspannt und der Schmerz langsam nachlässt. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf dein Herz. Stelle dir vor, wie dein Herz mit Freude und Dankbarkeit erfüllt ist. Denke an einen Moment in deinem Leben, in dem du pure Freude empfunden hast. Spüre, wie sich diese Freude jetzt in deiner Brust ausbreitet. Und verweile für einen Moment in diesem Zustand der Freude und des Friedens. Lass sie dich erfüllen und heilen. Und nach einer Weile, die du selbst bestimmst, wenn du bereit bist, öffne deine Augen langsam und sei wieder ganz im Hier und Jetzt. Du kannst diese Meditation jederzeit wiederholen, wenn du Entspannung und Freude brauchst. Ich hoffe, diese schöne Achtsamkeitsmeditation hat dir sehr geholfen, einen Moment der Ruhe und der Freude zu finden. Denke immer daran, dass du die Macht hast, deinen eigenen Weg vom Schmerz zur Freude zu gestalten. Und ich stehe dir gerne zur Seite, um dich dabei zu unterstützen. Bevor ich mich gleich verabschiede, möchte ich dich daran erinnern, unser Webinar zur Schmerzbewältigung zu besuchen, wo du viele energetische Werkzeuge kennenlernen wirst, um deinen eigenen Weg zur Heilung zu gestalten. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere meinen Kanal, gib mir einen Daumen nach oben und teilt diesen Podcast mit euren Freunden und der Familie. Denn deine Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast und bis zur nächsten Reise im nächsten Podcast. Deine Monika Nirjana Kardinal von Smarana.
So.